Wir sollen hier wieder eine Division lösen, in diesem Fall 100.393,04 geteilt durch 4. Wir schreiben das wieder einmal hin. Und nutzen im Prinzip genau das gleiche Verfahren wie im Video zuvor. Das heißt, wir schauen uns die allererste Zahl an, die 1. Da passt die 4 0 mal rein. Also brauchen wir noch nichts schreiben. Wir nehmen die nächste Zahl dazu, das ergibt dann die 10. Und in die 10 passt die 4 zweimal. Denn 2 mal 4, das wäre die 8. Wenn wir das voneinander abziehen, erhalten wir die 2. Jetzt ziehen wir die nächste Zahl nach unten, in diesem Fall die 0. Und in die 20 passt die 4 glatt hinein. Das heißt, 5 mal und 5 mal 4, das ergibt die 20. Und das wieder voneinander abziehen, erhalten wir einen Rest von 0. Und wir ziehen die 3 nach unten. In die 3 passt die 4 0 mal. 4 mal 0, das ergibt 0. Und somit erhalten wir einen Rest von 3. Wir nehmen die nächste Zahl und ziehen diese nach unten, in diesem Fall die 9, und erhalten somit 39. Die 4 passt in die 39 neunmal hinein, denn 9 mal 4, das ergibt 36. Wenn wir das wieder von der 39 abziehen, erhalten wir einen Rest von 3. Wir ziehen die 3 nach unten und erhalten somit 33. In die 33 passt die 4 achtmal hinein. Das heißt, 8 mal 4 ergibt 32. Und somit erhalten wir einen Rest von 1. Wir ziehen die nächste Zahl hinunter. Wobei aufgepasst, jetzt überschreiten wir das Komma. Und das bedeutet, wir müssen hier in unser Ergebnis ebenso ein Komma setzen. Das heißt, wir ziehen jetzt die 0 herunter und landen bei der 10. In die 10 passt die 4 zweimal, somit hätten wir die 8 und 10 minus 8 ergibt die 2. Jetzt können wir die 4 nach unten ziehen. Die 24 ergibt das dann und die 4 passt glatt in die 24 und zwar 6 mal, denn 6 mal 4, das ist 24. Wenn wir das miteinander verrechnen, ergibt das 0. Und somit hätten wir unser Ergebnis.